Der MSV Duisburg wollte heute Wiedergutmachung betreiben nach dem 1:4 beim BVB vor 6.500 enthusiastischen Fans. Zu Gast waren die Kickers aus Würzburg mit einem anderen Trainer an der Seitenlinie, Michael Hiemisch. Eigentlich Co. Heute ersetzt er den gelb-rot gesperrten Ziegner. Der schaute von der Tribüne zu und sah nach 5 Minuten den ersten Eckstoß dieser Partie. Bei den Gastgebern ist dafür zuständig der Kapitän Moritz Stoppelkamp. Der kann das gut. Das müsste man auch in Würzburg wissen, aber die Verteidigten nicht gut genug. 1:0 für die Zebras. Erster Drittligatreffer für und von Oliver Steurer. Abgefälscht von Innenverteidiger Lars Dietz. Da sahen die Kickers alles andere als gut aus und mussten auch im 7. Spiel in Folge mindestens ein Gegentor hinnehmen. Sie brauchten jetzt eine Reaktion und wollten die gleich zeigen. Nach 23 Minuten zum ersten Mal die Prüfung für Schlussmann Leo Weinkauf. Schuss kam von Mirnis Pipic, letzte Saison noch im Trikot des MSV Duisburg. Hier, ja, erste leichte Prüfung, aber Weinkauf sicherlich schon mal Schlimmeres gesehen. Dann wollten eigentlich beide schon in die Kabine. Der Pausentee war angerührt, aber Stoppelkamp hatte noch was vor. Und dann gab es das Tor. 2:0. Marlon Frey. Wieder sehen sie hinten sehr unglücklich aus, die Kickers. Zu einem ganz schlechten Zeitpunkt und irgendwie aus dem Nichts. Stoppelkamp wird nicht richtig angegriffen. Und dann ist es der nächste Verteidiger, in dem Fall Strohdiek, dem der Ball vor die Füße fällt. Frei ebenfalls mit dem Drittliga-Tor-Debüt. Ziegner, das war die Reaktion auf das Tor und auf die ersten 45 Minuten seiner Mannschaft. Und in Halbzeit 2 wurde es irgendwie nicht besser. Wieder eine gefährliche Ecke von Moritz Stoppelkamp. Diesmal verpasste Marvin Bakalorz. Ganz knapp hätte hier fast auf 3:0 gestellt. Die Reaktion war da nach zuletzt 3 Niederlagen in Serie. Wo war die Reaktion der Kickers? Wenn was ging, dann über die 7. Über Pipic. Klasse Ball, aber was Saliu Sané daraus machte, war schon fast kläglich. Der ist von Haus aus Stürmer. Hier ist es eher eine Rückgabe. Und dann plätscherte das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Eine Chance gab es noch für den MSV, die das so locker runterspielten, auch ein bisschen Möglichkeiten hatte, die Kräfte einzuteilen. Kolja Pusch traf da das Außennetz. Mehr war nicht mehr drin und mehr musste der MSV auch nicht mehr tun. Der Schlusspfiff ertönte 0:2. Die Kickers auch im 7. Spiel in Folge sieglos. Es war eigentlich ein relativ zähes Spiel von Beginn an, ein recht chancenarmes Spiel. Wir kamen nicht in unsere Abläufe, der Gegner hat uns immer wieder tief reingedrängt, das war so nicht abgesprochen. Wir wollten eigentlich gern tiefer in der gegnerischen Hälfte stehen, haben das dann in der zweiten Halbzeit ein Stück weit besser gelöst, sind näher vor das Tor gekommen, mehr Ballgewinne. Ja, aber die ganz großen Chancen haben uns dann auch nicht rausgespielt. Ja, ich glaube, der Sieg heute war deutlich wichtiger als das eigentliche Tor, dass es jetzt dazu geklappt hat. Das 1:0 zu machen ist immer wichtig, dann vor der Halbzeit das 2:0 zu machen, das war, glaube ich, noch umso wichtiger. Ja, ich bin natürlich jetzt erstmal glücklich, dass wir gewonnen haben. Der MSV hat hier keine fußballerischen Bäume rausgerissen, aber gewonnen und damit die Niederlagenserie beendet. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.